Recht zu haben und das Falsche zu beweisen. Du hast besser einen Wunsch, zu sagen, was er sagen würde, wenn sie ihm ein Mikrofon gegeben hätten. Der Hauptgrund, warum Pastoren kein offenes Mikrofon und offenen Zugriff auf das Mikrofon erlauben, ist, weil zu viele das Mikrofon brauchen. Sie wollen das Mikrofon, um zu manifestieren. Ich war im Dienst, ich kenne das. Ich habe offenen Zugriff auf das Mikrofon 7 Jahre lang praktiziert. Glaubt mir, ich kenne es. Aber ich bin auch eine Persönlichkeit, die stark genug ist, dich dann zur Seite zu nehmen. Oder dich in deiner Manifestation zu stoppen. Und mein Bestes zu geben, um dich zu beschützen. Aber leg das Mikrofon aus deiner Hand. Sobald das Mikrofon in der Hand ist, fangen die Manifestationen an. Dann merke ich, dass es dabei nur um dich geht, vor allem wenn es dann anfängt, komisch zu werden. Dann nehme ich das Mikrofon wieder. Die Leute kennen das schon, denn ich habe das offene Mikrofon für 7 Jahre praktiziert. Wenn dann der Pastor aufgestanden ist und seinen Arm um denjenigen gelegt hat, fingen die Leute schon an zu kichern. Und die Person mit dem Mikrofon würde dann so machen. Ich würde dann sagen, alles gut, lass mich darauf aufbauen, während ich sie umarmt habe. Und ich würde versuchen, sie zu beschützen, so gut ich konnte. Du willst nicht, dass jemand das Mikrofon hat, der das Bedürfnis hat. Es hat nichts Aufgeblasenes, hier zu stehen und in all eure Gesichter zu schauen und das Wort Gottes mit euch zu teilen. Es heißt, nicht jeder von euch soll Lehrer sein. Das beinhaltet ein strengeres Urteil. Dafür wird es am Ende ein bisschen mehr zu beantworten geben. Denn dir werden Menschenseelen anvertraut. Und dann solltest du besser nicht das Bedürfnis zu predigen haben. Du solltest besser keine Probleme in deinem Herzen haben und aus ihnen heraus predigen. Du solltest besser nicht die Autorität des Pultes dazu verwenden, um deine Rechnung zu begleichen und ein kräftiges Amen zu holen. Recht zu haben und das Falsche zu beweisen. Du hast besser einen Wunsch, zu sagen, was er sagen würde, wenn sie ihm ein Mikrofon gegeben hätten. Und wenn du irgendetwas außerhalb davon sagst, dann solltest du wohl kein Mikrofon in der Hand halten. Zu viele Menschen predigen aus ihrem Schmerz heraus, predigen aus ihren ungeklärten Sachen und Konflikten heraus. Und wie viele Menschen predigen und denken danach nochmal ausführlich darüber nach, weil sie so besorgt sind, was die Leute wohl von ihnen denken, ob sie wohl den Nagel auf den Kopf getroffen haben, ob es gut war, ob die Leute es mögen. Heutzutage haben wir Social Media, jetzt schauen sich die Leute auch die Kommentare und verteilten Däumchen hoch oder runter an. Verinnerlichen die Meinungen der Menschen und werden von Moment zu Moment unsicherer.